Ja, guten Morgen, 15. August und ich habe noch einen Tag Zeit, also mache ich heute meine Tagestour in Richtung Gardasee. Ich schaue mir das gleich nochmal an, gucke mal, ob ich vielleicht auf Komoot irgendwie eine Route finde. Und ja, dann geht es mal gleich los. Kette ist geölt, Small Frühstück habe ich zu mir genommen. Dann geht's gleich los. Ich habe auf Komoot hier eine Tour gefunden, die führt zum Gardasee und wieder zurück. Und überwiegend über unterschiedliche Wege, so dass ich nicht den gleichen Weg wieder zurückfahren muss. Ja, es gibt Überschneidung, aber im größten Teil sind die separat. Ja, die Komoot-Route habe ich mir leicht angepasst, sind wohl auch ein paar Stufen dabei, werde ich dann spontan sehen. Jetzt will ich meine Route noch auf das Nyon übertragen und blöderweise, also Nyon 2, und blöderweise geht das nicht über die App. Also ich habe aus Komoot die GPX-Datei exportiert, kann sie nicht in der App importieren, also muss ich mal wieder in das Portal, so mache ich das eigentlich jeden Tag, in das Portal E-Bike Connect von Bosch gehen und dort importiere ich dann die Route, mache ein Tethering auf dem Handy und synchronisiere mit dem Nyon. Das geht recht schnell, das dauert 2 Minuten. Habe ich schon Routine drin. Ja, dann geht's gleich mal los. So, die Steigerung da gemeistert, auf dem Campingplatz verlassen. Und jetzt geht's erstmal Richtung Innenstadt. Oder genau, an die Edge runter. Ja, da oben sieht man nochmal mein Domizil. Da oben die Luke, da oben. Jetzt geht's weiter Richtung Westen. Und noch ein bisschen durch Verona durch. So, Farmpause. Und da gesperrt, ja? Ja, dafür für Radler und Jogger frei hier. Ja, von da drüben bin ich hergekommen irgendwo, auch über diese Brücke. Fahren wir schön im Schatten, solange es noch geht. Ja, man hat das Gefühl, das ist eine Fahrradstraße hier, kein Autos. So, bevor blöde Kommentare kommen, ich fahre jetzt den Kreisel falsch rum. So, ich verlasse Verona. Ja, jetzt führt mich die Tour über so einen Single Trail hier. Wir wollen ja ein bisschen Abwechslung haben heute. Ja, hier gibt es doch wieder Wasserstellen. Das könnte man in Deutschland auch mehr einführen. Also ich weiß, an Hamburg in der Außenalster gab es oder gibt es so Wasserstellen oder Trinkstellen. Die haben sie während Corona-Zeit abgestellt, verstehe ich nicht. Ja, weiß gar nicht, ob die wieder in Betrieb sind. Ja, jetzt geht es hier durch die Hitze. Nee, ich hatte ja immer die Navigationsansage von OSM End. Heute fahre ich mit Komoot und die Stimme kommt mir echt so vor, als wenn sie Drogen genommen hätte. Irgendwie spricht sie so langsam. Ja, es hat ein bisschen abgekühlt. Wir haben nur noch 32 Grad heute. Ja, aber es ist trotzdem echt noch warm genug. Ja, war ein kleiner Abstecher übers Land hier. Kleine Abkürzung. Ja, nur besser auf der Straße fahren können. Aber ich glaube, der Weg führt nachher ganz woanders zurück wieder. So, kommen jetzt nach Parona. Oh, das duftet wieder. Ah, das sind die Blümchen hier. Schön angenehm hier im Schatten. Und am Fluss, der kühlt natürlich auch ein bisschen.
Ja, Päuschen oder noch Päuschen? Weiß nicht. Ja, ist gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Ja, schön. Ja. Jetzt muss ich rechts. Ich würde ja gerne mal unter der Brücke durch. Guck ich mal kurz. Oh, hier geht's auch weiter. Aber ich fahre meinem Track entlang. Weiter geht's. Umdrehen. Kommt keiner? Nein. Folge dem Weg 180 Meter. Die Tour kann Stufen enthalten. Oder Spuren von Stufen. Freundliche Italiener hat mir gerade eine ältere Dame irgendwie darauf hingewiesen, auf Italienisch, dass ich hier lang soll. Ja, schön an Brennnesseln vorbei, ist es eng. Jetzt brennen mir meine Beine. Na, da hoch, da lang. Das fängt ja wieder gut an. Super Tipp, diese Komoot-Kacke. Ja, hat irgendjemand da reingestellt, die Tour. Ich glaube, ich verlasse mich auf meine andere App. Ja, ich fahre jetzt hier lang. So, muss hier mal gucken, dass ich hier irgendwie um die Ecke komme. Oh, das ist ein Scheiße. Kack, fuck, sieht das doch im Zaun. Ja, gut, dass ich keine neuen Taschen habe. So, spannend. Ich will die schönsten Touren ausgesucht hier. Ja, wird schon. Ja, roll jetzt hier nach Saar ein. Ja, wenn es so weitergeht, breche ich die Tour ab oder plan die um. Also das macht so keinen Spaß mehr. Ja, es ging dann doch recht schnell von der Landstraße weg. Ins Weinbaugebiet. Nee, was sind das? So große Blätter? Ach, irgendwas anderes. Schön, hier ist Baustelle links. Ups, da ist verloren. Ja, hier bin ich vorgestern doch lang gefahren, wo ich doch den separaten Radweg gelobt hatte. Ja. Ja, und jetzt wusste ich auch, dass hier der Bikepark wieder kommt. Und hatte die Kamera rechtzeitig am Start. Ja, ich bin hier schon voll ortskundig. Wo geht's lang? Ja, in Italien sind die Blitzer ja sehr auffällig gestaltet. Schön in Orange. Und schön weiß, hier musst du langsam fahren. Ja, und jetzt komme ich an den drei verlassenen Häusern vorbei, die total schön sind. Ja, so schade drum. Nur eins. Kommt ein Auto. So, Wahnsinn, oder? So, wo geht's lang? Rechts lang. Ja, bisher ist die Route nicht so spannend. Allerdings kommt mir das irgendwie teils bekannt vor, als wenn ich Teil davon vorgestern schon gefahren bin. Ja, ist bestimmt möglich. Ja, ja. Das große Bild links. Oh, ist das heiß. Boah, so was trinken. Ich duscht. Da hat sich ja jemand verausgabt. Nee, da, hier bin ich noch nicht vorbeigefahren. Jetzt sind wir hier an dem Platz, wo ich hier um den Olivenbaum meine Runden gedreht habe. Das machen wir doch gleich nochmal. Ja, ich bin jetzt hierher gekommen und letztes Mal bin ich da raus und wieder reingefahren. Jetzt links abbiegen, danach rechts abbiegen. Ach so, ich muss jetzt umdrehen und da wieder entlang. Genau, dann kam ich her, dann fahre ich wieder hin. Genau, hier ist die Ampel. Oh, hier riecht das nach voll nach Glas. Das ist, als wenn jemand was geraucht hat. Oder wächst hier irgendwo das Zeug?
Ich glaube, das war die Straße, die gesperrt war, wo ich meinen Stuhl mitten drauf aufgestellt habe. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Boah, ist das trocken hier. Ja, genau, hier ist die Sperrung. Hier war dieses Schild. So. Ja, jetzt geht's wieder durch die Absperrung. Diese Lost Place Straße hier. Ja, mit weniger Gepäck. Ah, hier war die Stelle, genau. Mit weniger Gepäck kann man auch wesentlich schneller fahren. Oder was heißt, mit weniger Gewicht. Da haben sie mir Steine in den Weg gelegt. Und Leute, ihr müsst doch verrückt sein bei der Hitze. Oh nee, jetzt bin ich schon wieder an meinem Kanal hier. Ah, jetzt, was will der von mir? Ach, hier wollte ich doch auch lang. Und dann bin ich anders gefahren, war das hier? Jedenfalls war ich hier. Ging es doch ganz schön berghoch. Mal kurz Lage checken. Jetzt geht's hier hoch, endlich meine Abweichung. Ich kam nämlich vorgestern da, aus diesem, daher. Und jetzt darf ich da hochfahren. Vielleicht gibt es da oben Plätze, wo ich mich mal hinsetzen kann. Ich habe jetzt 25 Kilometer hinter mir und noch kein Päuschen gemacht. Das ist schon beachtlich. Aber ich habe zweimal Wasser dabei. Wobei die Flasche von Decathlon, der traue ich nicht ganz. Die ist wahrscheinlich zur Hälfte schon ausgelaufen. Ja, toll. Bin ich gerade super den Berghöhe hochgehechtet, um hier wieder runterzufahren. Ah, hier bin ich noch über die Brücke gefahren. Oh, Kreislauf. Ich glaube, da soll ich jetzt wieder hoch, oder? Also wer hat sich denn diese Tour ausgedacht? Komische Tour. Nicht schon wieder der Kanal. Ich weiß schon, wie es da hinten weitergeht. Geht's richtig berghoch irgendwann. Alter, kann ich schön runterfahren. Sag mal, vielleicht habe ich meine Tour aus Versehen geladen. Meine Herr-Tour. Muss ich noch mal gucken, nicht, dass ich meine eigene Tour wieder zurückfahre. Könnte mir passieren. Jetzt geht's doch für mich hier hoch. Hat die Kamera keine abschreckende Wirkung gegen zu schnell fahrende Autos? Da hinten im Dorf spielt Ave Maria. Richtig cool. Man hört es leider natürlich nicht jetzt. Irgend so eine Küchenglocke. Geht ja hoch. Heieiei. Aber ich bin wieder topfit heute, trotz Hitze. Ein Schwimmbad hier. Ich habe mich schon gewundert, weshalb so viele Autos hier stehen. Also ein Erlebnispark hier. Naja. Badehose hätte ich dabei, könnte ich reingehen, aber ich habe keine Lust. Den Trubel. Ja, ich hatte immer noch keine Pause und sehe gerade einen Supermarkt. Obwohl heute Sonntag ist, meine ich. Wenn ich da mal reingehe, mir irgendwas Kaltes zu trinken wollen, obwohl ich was dabei habe. Ja. Ach Mann, da will sein Fahrrad abschließen, da hupt dieser blöde Fiat die ganze Zeit. Irgendwie die Alarmanlage hört auch nicht auf. Jetzt ist gerade irgendwie eine Frau rausgekommen und hat es ausgeschaltet. Hat mich deswegen erstmal hier um die Ecke verkrochen, bevor ich da lang mit meinem Schloss wieder rumwurschtel und das Ding abschließe. Das ist auch immer ein Krampf, dieses Fallschloss. Kann ich nicht empfehlen. Ich sollte mir mal ein anderes zulegen und nicht nur meckern. Immerhin bin ich 31,5 Kilometer durchgefahren. Ja, hier Verona, hier bin ich lang die rote Route. Jetzt geht es hier noch mal ein bisschen hoch, wieder runter und dann hier wieder hoch. Und dann hier unten zurück. Ja, hier nochmal an den Gardasee. Ja, ich habe mein Fahrrad nicht jetzt hier an diesen Felgenknickern festgemacht, sondern hier an so einem Schildchen. Das ist Gefummel mit dem Schloss immer. Wenn ich da unten bücken muss und das da irgendwie durchhangeln muss, dann ist immer total nervig. Taschen-Einkaufswagen. Maske auf. Mal sehen, ob ich hier kühle Getränke finde.
hier muss ich mich schon zusammenreißen. Oh, so einen leckeren Kuchen hier mit Erdbeeren. Oh, was sind diese hier? Nein, nein. Ich habe mir ein bisschen Cola in die Tiefkühltruhe gepackt und warte noch mal 10 Minuten, damit das ein bisschen abkühlt. Oh, lecker Oktopus. Hier, cool. Morellen. Könnte ich auch essen. Ja, jetzt hat sich das mit dem Fahrradstellplatz auch erledigt. Ist zugeparkt. So, Fahrrad ist noch da. Ich suche mir jetzt erstmal ein schattiges Plätzchen woanders. Oh, da war viel los gerade an der Kasse. Es waren 3 Frauen vor mir, die einen vollen Einkaufskorb hatten. Keine zweite Kasse aufgemacht. Also immer schön ruhig bleiben. Jetzt brauche ich erstmal ein Bänkchen, um ein bisschen was zu verspeisen. Mein Frühstück war ja eher schmächtig ausgefallen. Hat sich doch gelohnt, hier die paar Meter hochzufahren. Und eine schöne Aussicht. Ja, ich hätte mich einfach mal hier irgendwo reinsetzen sollen, statt im Supermarkt. Ja, ist nett hier. Oh, ich guck mal, ob ich das in der Sonne aushalte. Nee, das ist so heftig. So ein nettes Plätzchen gefunden hier auf so einer Mauer. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was ich eingekauft habe. Da haben wir doch einmal 2 Pfirsiche, dann ein Fertigbrot. Ich könnte mehr essen, aber ich werde wohl später noch was Ordentliches essen. Hier eine Cola, die ich im Tiefkühlfach liegen hatte. Einmal Wasser und da konnte ich nicht widerstehen. Creme Karamell. Ja, und dazu Löffel. Ich wollte keine Plastiklöffel kaufen. Also habe ich mir hier 50 Holzlöffel gekauft. Die haben mehr gekostet als der Creme Karamell. Ja, egal. Ich hatte diese komische Cola noch im Tiefkühlfach, eine Viertelstunde, aber wirklich kalt ist es nicht. Und dann ist es noch nicht mal original. Also, ja, ein Fehlkauf. Leer. 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 So viel Plastik, da hätte ich mir dieses Umweltbewusstsein auch sparen können. Natürlich lasse ich keinen Müll liegen. Jetzt fahre ich wieder zurück auf meinen Track. Hier ist wieder ein sehr auffälliger Blitzer. Links an der Gabelung. Links? Wo ist die Gabelung? Ach, Wasser. Okay, fahren wir links. 2,4 Kilometer. Wie ist der Ort? Affi. 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 Mann. Witzig. Witzig. So, jetzt geht's auf den Gardasee zu. Ja, vor so einem See ist ja eigentlich immer so eine Abfahrt zu erwarten. Super schöne Abfahrt. Ja, und zack bin ich unten am Gardasee in so einer Fußgängerzone. Ja, und hier ist gleich wieder die Hölle los hier. Ja, ich glaube, ich hätte mir doch meinen eigenen Stuhl mitbringen sollen. Gattern können, hart umkämpft. Und jetzt will ich mir hier erstmal die Cola, die Billig-Cola am Gardasee reinziehen. Ja, ich hoffe, dass die Rücktour etwas reizvoller wird. Ich fand das jetzt nicht so super aufregend, zumal ich Teile davon schon kannte und ging so ein bisschen zum Schluss an der Landstraße entlang.
dann werde ich mal ein kleines Päuschen machen. Ja, bei diesen Touristenhochburgen muss man immer aufpassen mit Diebstahl. Man spielt da mit Geld rum und dann ist immer mit zu rechnen, dass man versucht wird, irgendwie abgelenkt zu sein und an anderer Stelle passiert dann was. Also ist mir ähnlich mal in München passiert, mir ist nichts geklaut worden, aber dort hat mal eine junge Frau mit einem kleinen Hündchen abgelenkt und ihr Freund stand plötzlich ganz nah an meinem Rucksack. Da war mir gleich klar, der gehst mal hinterher, aber die waren so schnell wieder weg, wie sie gekommen waren. Also immer auf die Sachen aufpassen, gerade da, wo viele Touristen sind. Nee, ich hatte gerade mal versucht herauszufinden, wo wir sind. Der Ort heißt Garda. Die freundliche Frau, ich habe mich kurz mit ihr unterhalten, hat mir so ein Armband geschenkt. Regenbogenfarbe, ne? Ja, fand ich total nett. Hab ihr natürlich 2 Euro dafür gegeben. Was mache ich jetzt? Ihr sollt es irgendwie in die Kirche geben, die so im Fels eingearbeitet ist. Herausfinden, wo das überhaupt ist. Ja, ich habe jetzt 40,5 oder 42 Kilometer hinter mir und fahre jetzt noch 35 wieder zurück nach Verona. Es geht noch ein bisschen am Gardasee entlang und dann denke ich mal, ja, war das auch ein schöner Tag dann. Ja, es ist ein bisschen anstrengend zu fahren hier. Ja, hier Fahrradweg führt direkt durchs Restaurant durch. Für mich wäre das keine Erholung, hier zu bleiben. Aber schön ist es ja, ne? Schön ist es hier. Hier haben wir einen Fahrradweg, Gehweg. Ist eher ein Gehweg, oder? Ja, das ist hier so einer der Campingplätze, die ausgebucht sind. Oh, da wird ein Platz frei. Mal fragen können. Nee, ich muss ja morgen wieder zurück. Muss ja morgen wieder nach München. Ja, hier ist ein Campingplatz neben dem anderen. Alle sind sie ausgebucht, oh, kein Wunder. Also hier zu bleiben, ist, weiß ich nicht, ist die Leute dazu bewegt. Ja. Aber ich mache mir den Spaß, fahre hier einmal durch. Aber guck mal den an und bin froh eigentlich, dass ich keinen Platz hier gekriegt habe. Ja, hier noch so ein Campingplatz. Ja, hier kann man wieder ganz gut fahren. Obwohl Komoot sagt, ich soll hier wegfahren. Ganz schick hier, eingezäunt. Da kommt man nicht weiter. Wachhunde. Da fahren wir lang. So, das ist jetzt der Bereich,
wo ein lautes Auto kommt. Klimaanlage läuft auf Hochtouren und ich verlasse jetzt hier den Kummersee an dem Hotel Miralago. Ja, mir reicht es auch, dieses Slalomfahren. Aber fahren wir ganz witzig. Fahren wir ganz witzig. Bisschen Kontrastprogramm. Nice. Die Tour wird angepasst, jetzt umkehren. Ich kehre nicht um, ich habe meinen eigenen Kopf. Kommod. Oh, endlich wieder Ruhe. Nur der Bosch und ich. Und ein Audi. Jetzt habe ich 3 Cola gegessen. Ach, Mann, jetzt habe ich 3 Cola getrunken. 4 von diesem Pudding. 2 Pfirsiche. Was war noch? Dieses komische, lapprige Brot. Also Zucker habe ich heute ohne Ende. Und heute Abend gibt es mal wieder eine Abschlusspizza. Irgendwo gibt es eine gute Pizza, die gestern war echt super. Weil selber kochen lohnt sich echt nicht. Eine Pizza kostet 8,50 oder so. Dass du deine Sachen eingekauft hast und die Hälfte wegschmeißen musst. Weil ich dann morgen eh losfahre. Kann man auch gut irgendwo essen gehen. Nächstes Mal überlege ich, bei so einer Tour überhaupt den Kocher mitzunehmen. Gut, ich konnte mir immer schön Kaffee machen. Morgens, aber in der Regel gab es auch eine Möglichkeit, irgendwo einen Kaffee zu bekommen in der Nähe. Ja, die Route war jetzt nicht so toll, ging relativ viel an der Landstraße entlang. Ich habe die auch nicht geprüft, ich habe mir die einfach heute Morgen geladen und dachte fährst mal nach. Wird ja nett sein. Jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich wieder mal eine Kritik habe an Komoot. Jetzt kreuze ich hier die Route mit meinem Hinweg. Jetzt weiß ich nicht, wo ich langfahren soll. Wo kam ich her? Ich kam jetzt da entlang. Ich kann jetzt nicht feststellen, ob ich da lang muss oder ob ich vorhin daher kam. Genauso sieht es hier aus. Bei Osman sieht man mal Pfeile auf der Route. Da musst du lang und ich weiß nicht, warum man oder wie man sich mit Komoot, mit der App vor allen Dingen, irgendwie zufrieden geben kann. Das ist einfach mir ein Rätsel. Ich glaube, ich werde Komoot auch nicht mehr benutzen, damit ich auch nicht mehr was zu meckern habe hier. Jetzt läuft es halt noch, jetzt fahre ich damit irgendwie noch nach Hause. Jetzt zoome ich einfach mal raus, dann sehe ich schon, ja okay, hier bin ich lang gefahren vorhin. Also muss ich hier weiter, hier irgendwo, ja hier lang. Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, geht das schon. Aber dazu habe ich nie Bock. Ja, jetzt bin ich hier wieder zurück am Kanal. Jetzt geht es über die Brücke und dann wieder am Kanal entlang. Kennen wir ja schon alles hier. Ja, ohne so viel Gepäck kann ich ein bisschen rasanter über die Unebenheiten fahren. Ja, zu den Bosch-Geräuschen kommen jetzt auch noch Zikadengrillen, Grillen von Zikaden. Ja, wenn denen mal der Saft nicht gleich ausgeht. Ja, mir fällt gerade auf, dass der Pegel hier wesentlich gesunken ist. Also der war ja ungefähr, ich schätze mal, 50 cm unterhalb der Oberkante. Jetzt haben wir vielleicht 2 Meter. Erheblich gesunken, ja. Und auch die Strömungsgeschwindigkeit nachgelassen. Ich habe nur noch 14 Kilometer bis Verona und rolle hier durch so einen kleinen Ort. In 180 Metern rechts abbiegen und Piazza della Libertà folgen danach in 300 ja, Metern geradeaus. So sieht's aus. Ist ja wie ausgestorben. Siesta wahrscheinlich noch. Und Sonntag noch dazu. Kleiner Bäcker.
Kleines Päuschen. So viel hatte ich ja heute noch nicht, oder? Ja, es sind immer noch 35 Grad. Und das Wasser, was ich mir vorhin abgefüllt habe, damit kann man ja fast einen Tee aufgießen. So warm ist das. Was war das denn? Sambike, habe ich nie gehört. Sie sahen aus wie ein bisschen die Mate-Bikes, so wie die hießen. Mit so einem quadratischen Oberrohr zum Zusammenklappen. Muss ich mal gucken. Uff. Ja, apropos warme Brühe, ist mir eingefallen, ich habe noch eine weitere Discounter-Cola. Schön warm, die werde ich mir jetzt reinziehen. Und wenn ich nicht tot umfalle, dann fahre ich noch weiter. Ja, also, ja, dafür lasse ich es mir heute Abend wieder gut gehen. Ja, Blues Cola. Besser als erwartet. Wie läuft der Schweiß? Wahnsinn. Aber beim Fahren geht's. Aber 10 Grad kühler wären optimal. Ich bin hier oberhalb von diesem Rastplatz mal. Gibt's auch wieder ein Weinanbaugebiet. Und hier sind so kleine Viecher. Ja, Gecko, oder? Mann, ist ja schnell. Abgehauen. Oh, hier haben bestimmt einige hingesnickert. So, jetzt mal weiter hier. Die Bank hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Bin ich hier vorhin schon mal gefahren? Ich glaube schon. Ja, das wäre es mir schon weit von der Burg aus mal aufgefallen. Schick. Ja, richtig uralt zu sein. Ja, jetzt bin ich wieder auf der komplett gesperrten Straße, wo ab und zu nur Radler entgegenkommen. Ah, ist das warm noch in die Zeit. Ja, hier lässt sich's gut fahren. Schön der warme Wind. So, bin wieder in Verona. Da drüben ist die Altstadt auf der anderen Seite. Mal schauen, ob man da mit dem Fahrrad durchfahren kann. Ja, ist auch ein Radweg. Ja, hier bin ich gestern dann vorbeigefahren, genau, und dann war ich da was essen. Genau, hier saß ich gestern, hab was gegessen. Ja, wie unschwer zu erkennen, bin ich hier an der Arena. Müsste man hier so ein bisschen durchschimmern sehen. Ja, kurzes Fazit zum Tag. Ja, es war schon tierisch heiß, bis zu 36 Grad hatten wir heute. Und ja, zum Fahren ist es schon etwas grenzwertig. Die Tour hat sich insofern gelohnt,
dass ich gesehen habe, dass ich am Gardasee eigentlich nichts verloren habe. Also es war mal ein nettes Kontrastprogramm. Und ich wusste, dass es voll ist, aber so extrem. Hat mir echt gezeigt, nee, da musst du nicht bleiben. Wollte ja ursprünglich 2 Tage dort übernachten oder 3. Aber so gesehen war das die richtige Entscheidung, hier in Corona zu bleiben. Ja, ich werde mich jetzt wieder aufmachen auf dem Campingplatz. Die Serpentinen hochfahren, duschen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mal in die Stadt gehen und eine Pizza essen. Ja. Leider geht mein Urlaub zu Ende morgen. Und ich denke, auf der Rückfahrt filme ich auch ein bisschen. Wird sicher interessant, ein paar Bilder aus dem Zug auch einzufangen. Ja, bin noch mal auf der Brücke hier. Und schau mal aus dem Fenster. So, bin gerade die Serpentine hoch und jetzt zeige ich euch mal, was ich meine mit Lärmbelästigung. Hier sind solche Deppen, die meinen dann irgendwie. Oh, hier posen sie. Gut, ich fahre jetzt an meine Behausung. Für ein muckeliges Plätzchen hier. Jetzt warte ich mal auf meine Pizza. Ja, die Pizza ist super lecker. Fast aufgegessen und immer mein E-Bike im Blick.